Guten Morgen alle zusammen aus dem Bergsteigerdörfchen Fendt in Österreich bei noch gutem Wetter. Ich habe mir heute den Fluchtkugel vorgenommen mit 3497 Metern. Ausgangspunkt ist der Sessellift, mit der uns jetzt gleich hoch zur Stablein einbringt. Dann weiter zur Breslauer Hütte, von dort zur Wernackthütte. Und von dort geht es dann über einen kleinen Umweg auf den Fluchtkugel. Ziel für heute ist dann das Brandenburger Haus auf über 3000 Meter. Ich bin schon sehr gespannt, war noch nie dort. Laufzeit insgesamt 5 bis 6 Stunden. Mal schauen, wie das Wetter mitspielt. Gestern hat es, wie gesagt, sehr stark geregnet. Ich freue mich auf jeden Fall. Los geht's. So, wir sind an der Breslauer Hütte angekommen. Jetzt geht's hier weiter Richtung Wernackthütte. Ungefähr angegeben mit 2,5 Stunden. Mal schauen, ob wir das mit dem Schnee und Co. schaffen. Drückt die Daumen, dass das Wetter mitmacht. Aktuell zieht es ein bisschen zu. Mal schauen, ob der Fluchtkugel heute noch möglich ist und das Brandenburger Haus. Ja, wir sind jetzt kurz vor der Wernackthütte und sind bis jetzt ungefähr in der Breslauer eine Stunde gelaufen. Und ich denke mal, wenn das Wetter weiter so bleibt, bewölkt, aber nicht schlechter wird, dann wird es vielleicht sogar was mit dem Fluchtkugel. Drückt die Daumen! So, wir sehen jetzt das erste Mal tatsächlich die Wernackthütte hinter uns und auch den Fluchtkugel schon. Bisher hat eigentlich alles sehr gut geklappt. Wir sind hier durch viele Schneefelder gewatschelt sozusagen und wandern jetzt runter ins Tal zur Wernackthütte. Ich versuche gleich mal eine kleine Nahaufnahme zu machen, damit ihr sie auch seht. Sie liegt da so ein bisschen versteckt. Now we come so far. Can't be without you, and I know I never have to show me who you are. Now we come so far. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than. So, tata, wir sind angekommen an der Wernackthütte. Mal gucken, ob sie offen hat. Ich habe ein bisschen Hunger. Offiziell öffnet sie erst morgen. Bis hierher erst 2,5 Stunden, so wie angegeben. Sonne zeigt sich ab und an, aber so mit Schatten läuft es sich grundsätzlich besser. Also, bisher ein fantastischer Weg von der Breslauer Hütte bis hierher. Jetzt bin ich gespannt auf die zweite Hälfte rüber den Fluchtkugel und das Brandenburger Haus. So, begeben uns jetzt langsam auf den Gletscher. Jetzt sieht man auch das erste Mal hinter uns eigentlich quasi den Fluchtkugel. Es ist noch ein ganzes Stück Weg. Und ja, wahrscheinlich ziehen wir gleich die Schneeschuhe an. Mal schauen. Offizieller Sommerbeginn. Da ist der Fluchtkugel. Und das da oben? Das ist das Guslerjoch. Guslerjoch.
oben angekommen. Richtig toller Ausblick. Danke an Reini. Hammer. Absolut Bombe. So, jetzt mit Schneeschuhen, Abstieg zum Brandenburger Haus, sieht man schon im Hintergrund. Und jetzt noch mal genießen. Die Vernackthütte, weiter zum Fluchtkogel und jetzt hier zum Brandenburger Haus. Echt irre, unglaublich tolle Aussicht. Liegt fast schon ein bisschen ausgesetzt hier. Aber man hat wirklich einen unglaublich schönen Rundumblick, den ich euch jetzt noch zeige. Bis zum nächsten Mal.